Ja, ich hab keinen Plan, aber ich glaube nicht, dass du. Also, ich meine, es wäre jetzt schön, wenn du bei mir wärst. Das wäre richtig nice. Aber der Zufall wäre einfach zu groß. Ja, aber es geht halt auch. Also, ich meine, du müsstest halt auf jeden Fall in Airfield sehen. Denn das macht diese Stadt, dieses Airfield hier aus, dass ich auf dem Airfield bin. So. Jetzt habe ich auch was zu essen und ich habe was zu trinken, ne? Ich habe eine Ah, recht ich glaube, dicke wir sind in Wumme. Kuba. Vote el Presidente. Guck mal, Cuba. It's a me, Julia. Ich gehe jetzt erstmal nach da vorne. Ah, hier war ich ja schon mal. Hier war ich ja schon mal. Ich bin ja dann da hinten rausgegangen. Ich habe nur Schiss zu rennen, sonst hören mich die Zombies und dann kommen sie wieder rein. Weil unten lag nämlich richtig geiler Scheiß. Das will ich jetzt alles mal picken. Hier habe ich noch eine Bandage. Sehr schön. Makarov mache ich weg. Bandage kommt rein. Ach, was mache ich eigentlich mit dieser komischen Granate oder was es da ist? Das brauche ich auch nicht. So. Ich hätte auch gerne direkt einen dickeren Rucksack. Das wäre richtig nice. Ich habe auch jetzt auch ein Jagdmesser gefunden. Juhu. Wie sieht's bei dir aus? Hat sich schon was Neues ergeben bei dich? Bis jetzt noch nicht. Ich bin gerade in eine Lagerhalle gelaufen, um die ein bisschen abzuhängen, damit ich in die Häuser reinschauen kann. Weil es gibt viele Häuser, die keinen zweiten Ausgang haben. Ja. Da bin ich quasi in der Sackgasse und bin gezwungen, hier mit meiner Pump zu ballern. Merke. Und dann ziehe ich ja wieder neu auf mich. Deswegen versuche ich die gerade ein bisschen abzuhängen, damit ich auch in die kleineren Gebäude mal reinschauen kann. Ja. Ich habe jetzt gerade, jawohl, ich habe Streichhölzer noch gefunden. Ich habe sehr viel Essen gefunden. Ich habe noch Munition für meinen Revolver gefunden. Ich gehe jetzt mal weiter. Jetzt tippe ich das alles noch auf. Jawohl, geil, geil, geil. Aber bei mir ist hohe Zombie-Aktivität. Ich habe hier richtig eine richtig dicke Geräuschkulisse an Zombies um mich herum. Ja, bei mir auch Zombies 373 von 413. Bei mir ist ja 381 von 480. Ja, das steigt und fällt ja immer auf und ab. Und ja, das ist echt ein Ding. Das ist echt ein Ding. Halt. Jetzt war ich gerade durch. Was war das jetzt für Munition? Ah, Makarov. Und die habe ich ja selbst hingelegt, glaube ich. Ach ja, klar, jetzt kommen sie rein, die Penner. Ja, wir sind gerade die Zombies reingekommen ins Häuser. Jetzt muss ich hier natürlich vorzeitig das Haus verlassen. Sehr traurig. Aber ich war ja eigentlich überall drin. Boah, was lag denn da drin? Shit, dass man. Ich habe hier sowas, da liegt irgendwas Dickes drin, aber ich kann auch nur von einer Seite rein. Ist natürlich Kacke. Vier Äxte oder sowas habe ich gerade in zwei verschiedenen Dingern gesehen. Und da war so Zaun davor und ich dachte, der erste wäre ein Fahrrad drin. Das wäre richtig Hammer, jetzt ein Fahrrad zu haben. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt noch nie ein Fahrrad gefunden. Das ist Ja. auch richtig nice. Eigentlich brauchst du dem Sprit keine Sorgen zu machen. Im Prinzip reicht's ja. Einfach ein bisschen schneller vorwärts zu kommen als zu Fuß. Ein bisschen mit dem Fahrrad rumzuradeln. Genau. Aber es kommt anscheinend auch sehr selten vor. Ich bin jetzt gerade in so einem Häusel. Ich hoffe, dass die jetzt nicht nachkommen. Da sind zwei gelaufen, die sind mir nicht direkt nachgerannt, die Zombies. Ich bin nämlich auch jetzt in einem, das nur einen Eingang hat. Weißt du noch, ich bin jetzt in dem Häusel. Oh shit. Sie kommen doch alle rein. Ich versuche einfach nur Header zu machen, aber wenn die da durch die Türen gehen, kann ich das einfach nicht machen. Ich habe eine schlechte Zeit gerade. Werden Sie verfolgt? Nee, weil die Zombies sind neben dem Haus, kommen durch die Tür rein, durch die Wand rein und schlagen mich. schon wieder, scheiße. Geh weg, du Zombie, Schwupp-Daddy. Ah, oh Mann, wie unangenehm. Egal, ich habe noch 9300 Blut. Ich blute auch nicht. Nur ist es jetzt halt richtig unangenehm, weißt du? Ja, die drehen alle um. Weil ich auch so viel Munition verbrauche. Das mache ich ja nur sehr ungern. Aber ich glaube, ich habe alle. Die kommen alle vor meine Tür. Bis auf der kommt. Ne, der dreht auch um. Ja, die drehen alle um. Komm schon, dreh um. Shit, jetzt kommen sie wahrscheinlich wieder, weil ich geschossen habe. Aber der wollte sich einfach nicht umdrehen.
Scheiße, ich habe jetzt ein paar Mal schießen müssen. Jetzt umzingeln die natürlich das Gebäude. Ich bin gerade auf dem Dach von einem Gebäude, von einem zweistöckigen Gebäude. Ja. Ich bin jetzt wieder aufs Dach wieder zurück und bin gerade in geduckter Form und ziele Richtung Treppenhaus und hoffe, dass die jetzt aber nicht hochkommen oder dass die abdrehen. Ja. Weil ich jetzt halt leise bin. Jetzt heißt es dann mal abwarten. Wenn sie hochkommen, ich habe noch circa 10 Schuss. Scheiße, der erste kommt hoch. Ich muss den erledigen. Ich konnte jetzt die Aufmerksamkeit wieder von mir, also die haben die Aufmerksamkeit verloren. Ich habe gerade das rote Verbindungszeichen. Das ist natürlich sehr unschön. Ja, ich habe auch gerade, aber das gelbe halt. Jetzt kommt ein ganz schöner Batzen hoch. Das sind jetzt 5 Zombies. Ich klopfe jetzt erstmal ein bisschen zu mir und dann versuche ich ins Treppenhaus zu rennen. Ich hoffe, dass mir keiner entgegenkommt. Ja. Ich gucke jetzt gerade, jawohl, bei mir ist jetzt keiner mehr drin. Das ist schon mal gut, es ist keiner mehr in meinem Häusel darinnen. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt... Ach du Scheiße, jetzt sind hinter mir und vor mir so viele. Kannst du rausrennen irgendwie? Boah, ich kann an so vielen vorbeirennen. Boah, boah, boah. Scheiße. Ich geh jetzt mal... Ja, ich hab grad mega die Probleme. Glaubst du schaffst irgendwie noch raus? Oder glauben Sie, es ist unmöglich, Sir? Boah, ich muss langsam meine Essen- und Trinkenvorräte auch mal angreifen. Ich habe jetzt meinen Rucksack komplett voll mit Trinken und Essen. Scheiße, wie kommt man hier? Das gibt's doch gar nicht. Hide Buddy, Hide Buddy. Die haben alle nichts dabei. Aber was habe ich jetzt gemacht? Was habe ich jetzt gemacht? Ach, ich habe meine Waffen gewechselt. Oh, ich dachte gerade, ich hätte irgendwas weggeschmissen und müsste jetzt rumsuchen. Scheiße, keine Muni mehr. Die stehen alle vor mir. Kannst du irgendwie... Blocken die dich oder wem? Ja, ja. Ich bin gerade auf dem Balkon. Spring runter. Nein. Scheiße, das ist ja assi behindert. Auf was für einem Gebäude bist du denn? Vielleicht ist es irgendwo eine Leiter. Nee, Alter, ich bin umzingelt. Das war keine Chance mehr. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Hier liegt noch eine AK. Also hier ist mit Gebäude reinlaufen, ist nicht zu spaßen, weil die haben nicht, die haben sehr selten einen zweiten Ausgang. Ja. Wenn du reinläufst und dich verfolgen 10 Stück, dann hast du es natürlich schwierig. Ich konnte jetzt, ich hatte circa 15 Zombies circa, ne? Ja. Die im Gebäude drin waren. Na, überall verteilt im Treppenhaus, auf dem Weg, wo ich eigentlich zurücklaufen muss. Ja. Und ich konnte vielleicht 8 Stück killen mit meiner Munition. Da waren halt immer noch 7, 8. Ich konnte es jetzt aber eigentlich auch nur schaffen, weil ich halt das Riesenglück hatte und direkt in den ersten 5 Minuten ja eine AK gefunden habe. Mit einigen Patrönchen dabei. Und nur deshalb konnte ich gerade eben das Zombie-Attentat auf mich überleben. Ich würde gerne auch direkt da drüben reingehen. Ich gehe jetzt erst geradeaus. Ich habe bei mir jetzt hier, ich habe echt auch die riesen Auswahl an Sachen, die ich erkunden kann. Hier sind überall Gebäude, in die ich rein kann, auch kaum etwas umzäunt. Das ist wirklich, also ich habe gerade das Riesenglück hier. Kein Spieler. Da hinten ist noch ein Tower. Also ich habe eben auch noch eine zweite AK gefunden. Das wäre halt echt geil, wenn du hier in der Nähe spawnen würdest. Das wäre ultimativ. Ich schaue jetzt gerade mal auf den Stadtnamen. So. Oha, meiner ist geschockt. Ich dachte kurz, ich hätte Knochen gebrochen. Ich wollte rückwärts raus und habe nicht geblickt, dass hinter mir ein Zombie herrennt. Oh, ich bin übrigens auch Veteran. Ist mir gar nicht bewusst gewesen. Auf Veteran, dude. Veterania. Waiting for character to create. Wenn wir Glück haben, wachen wir jetzt irgendwo auf. Wach ich irgendwo auf, wo auch du bist. Wie ist die Standardstadt vorhin? Also meine hieß irgendwie... FOB, FOB und dann Eddie. EDDI. Mhm. Jetzt habe ich einen Schock, wie kacke. Ich esse schnell was erstmal, komm. Ich muss sagen, ich habe glaube ich auch ein bisschen zu aggressiv gespielt. Ich bin nur rumgerannt, gar nicht geschlichen. Ich meine, das haben wir zum Schluss auf Tschernanus auch gemacht, aber. Ich muss mir jetzt auch, glaube ich, ein bisschen angewöhnen, mal wieder zumindest gekniet, ein bisschen zu schleichen, ein bisschen zu gucken.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin jetzt am Anfang einige Zeit geschlichen und habe ganz vorsichtig mich immer umgeschaut, weil, also vor allem ohne Waffen, wenn da dann ein Zombie kommt, dann bist du ja richtig in den Arsch gekniffen. Ja, klar, ich dachte halt Lagerhallen ausbremsen und so. Ja. Boah, ich habe hier wieder... Ich habe echt das, hier das Paradies. Hier sind ganz, ganz viele Baracken, weißt du, in denen Waffen liegen und so Fetz. Und vor allem, das sind auch Baracken, die zwei ein und also jeweils einen Ein- und einen Ausgang haben. Das ist einfach genial hier, wo ich gerade bin. Ich habe einfach den übelsten Glückstreffer gelandet. Ja, das ist auf jeden Fall nice, wenn man sowas erwischt. Ich hoffe, ich habe jetzt hier gerade nicht den Loading-Bug. Weil der lädt hier schon wieder seit... Ah, fuck. 3 Minuten. Bei mir ist gerade einfach ein Zombie durch den Boden gerannt, ins Haus rein. Hat mich geklopft. Hier ist irgendwo ein Spieler in der Nähe. Ich habe einen Spielerrucksack gefunden. Also hier lag ein Rucksack von einem Spieler, ohne Spieler. Ja. Das ist ja sehr verdächtig, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Da hat wohl jemand seinen Rucksack getauscht. Ich gehe jetzt hier in den Tower rein und ich rechne da ganz feste mit jemandem. Und bin auch bereit, ihn zu töten. Warum ist da eine Scheiße davor? Killer hat die Lizenz zum Töten. You have the license to kill somebody. Ah, die haben mich jetzt nochmal geschlagen, obwohl ich auf der Leiter war. Sind die dumm? Ah, ich muss jetzt leider... Oh. Ich muss jetzt leider Hardcore beenden. Mein... Days. Aha, warum? Der ist im Loading-Screen leider hängen geblieben. Ach so, okay. Boah, gerade jemand hat irgendwas gesagt von wegen High Killer oder sowas. Ja, es gibt einen, der heißt Killer. Also K-I-L-L-A-H. Also hier nicht Killer, sondern Killer, ja. Ah, da unten auch Killor. Da unten heißt auch einer Killor. Lingor Killor. Okay, gut, dann bin ich jetzt nicht mehr so beunruhigt. Also ich denke mal, dass der damit gemeint ist, weil ich denke, hier kennt uns keiner auf Lingor. Ja, ich meine nicht, dass mich einer gesehen hat, das meine ich. Mich gesehen hat, also High Killer, BAM, und ich bin tot. Kurze Vorwarnung, High Killer, Headshot. Ich hab vor kurzem ein Video gesehen, das hieß, es war irgendwas mit Battlefield 3, da trollt einer die Sniper. Der ist zu denen hingeflogen mit Fallschirm, also von oben abgesprungen, zack, mit Fallschirm zu den Snipern. Hat um die drumherum C4 gelegt, das war über PlayStation 3. Dann ist er ins Network rein und hat die angeschrieben und hat geschrieben, schau mal hinter dir oder irgendwie, pass mal auf, und dann hat er in die Luft gesprengt. Und der lag eine Minute hinter denen, hatte das C4 hingelegt und musste erstmal rein und mit denen schreiben und sowas, und die haben einfach nichts gemerkt, das ist schon richtig geil. Und dann, batsch, fliegen sie davon.